Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen ein kleines Büchlein vorstellen, um das es in dieser Staffel immer wieder einmal gehen wird. Es stammt von Roland Barthes und heißt Fragmente einer Sprache der Liebe, Fragment d'un discours amoureux. Es ist 1977 erschienen und wurde ein Bestseller. Es ist nicht der einzige Bestseller dieses berühmten Literaturkritikers, Philosophen und Schriftstellers. Aber dieses kleine Werk habe ich mir nun ausgesucht, weil es ein schönes Thema zur Sprache bringt, die Liebe in der Literatur, in der Sprache, in Texten. Und darüber hinaus einen besonderen Ansatz, wie Literatur zu verstehen ist. Das erkläre ich noch im Folgenden genauer, der Reihe nach. Zunächst einmal ein paar Bemerkungen, ein paar Grundlagen zu Roland Barthes. Roland Barthes wurde geboren am 12. November 1915 in Cherbourg und ist gestorben am 26.03.1980 infolge eines Unfalls in Paris. Roland Barthes war Lehrer, Bibliothekar, Lektor. Er hatte den Lehrstuhl für die literarische Semiologie am Collège de France inne. Er ist ein wichtiger Mann für alle, die Texte der Moderne lesen und mit ihnen umgehen, sie interpretieren wollen. Und er hat Maßstäbe gesetzt für das Interpretieren und Verstehen von Texten. Der erste Maßstab, den er gesetzt hat, kam durch ein kleines Buch, das hieß Critique et Vérité, 1966 herausgekommen. Dieses Büchlein hat mir ein großes Kopfzerbrechen bereitet, als ich Anfang der 70er Romanistik studiert habe. Ich habe kein Wort verstanden, als man mir das in die Hand gedrückt hat und ich es lesen musste. 1967 erschien dann La Mort de l'Auteur, der Tod des Autors, auch das ein wichtiges Werk. Roland Barthes Thesen wurden diskutiert weltweit. Vor allem in Frankreich, aber auch in Deutschland, selbstverständlich auch in den USA. Aber ich glaube, in Frankreich und unter Romanisten wurde er mehr diskutiert als in anderen Ländern und in anderen Wissenschaftsdisziplinen. Roland Barthes gehört zu denjenigen, die man Strukturalisten nennt, Dekonstruktivisten, Poststrukturalisten. Das sind alles sehr hochtrabende Worte für Menschen, die eigentlich einen Grundgedanken gemeinsam haben. Nämlich den, dass sich die Wahrheit an sich verabschiedet hat. Alles, was wir über die Welt oder über die Bedeutung eines Textes zum Beispiel wissen können, entsteht durch die Auseinandersetzung mit diesem Objekt. Das bedeutet für die Texte, die Wahrheit eines Textes, seine Bedeutung, sein Sinn, ist rein sprachliche Natur, entsteht in der Rede, in dem Diskurs, in dem Dialog zwischen Text und Leser. Das Gleiche gilt dann auch für die Naturwissenschaften und für alle Objekte, die Menschen betrachten und mit denen sie umgehen. Der Fachbegriff ist wieder ein sehr kompliziert klingender. Er heißt autoreferenziell und das meint, dass die Referenz, der Bezug auf außersprachliche Gegebenheiten auf die Wirklichkeit außerhalb der Sprache nicht gegeben ist. Texte sind
haben eine autoreferenzielle Bedeutung. Sie beziehen sich auf Texte, sie beziehen sich auf Sprache und auf sonst nichts. Nichts. Sie bedeuten nichts außerhalb der Sprache. Ihre Wahrheit ergibt sich allein in der Auseinandersetzung, in der Rede, in der Lektüre eines Textes. Und das bedeutet, dass wir haben das schon in dieser Staffel einmal angesprochen, als wir uns die Rede von Clemens Setz angeguckt haben, so die Öffnungsrede zum Bachmann-Literaturwettbewerb. Das bedeutet, dass die sogenannte Deutungshoheit des Autors verloren gegangen ist. Der Autor, der ein Werk mit bestimmten Intentionen, mit bestimmten Vorstellungen, mit bestimmten Sinnvorstellungen geschrieben hat, ist verloren gegangen, ist tot. Das meint der Tod des Autors. Die Bedeutung, die ein Text bekommt, entsteht allein in der Lektüre, in der Auseinandersetzung des Lesers mit dem Text. Diese These von Roland Barthes ist nicht unwidersprochen geblieben. Man hat sie im Anschluss auch um ein kulturell-gesellschaftliches Umfeld erweitert und gesagt, ein Leser steht selbstverständlich in einem bestimmten historisch-kulturellen Umfeld und dieses Umfeld, diese Umgebung bestimmt auch seine Lektüre. Die Bedeutung, die ein Text bei der Lektüre erhält, ist also auch mitgetragen durch den historisch-gesellschaftlichen Kontext. Die Aufgabe eines Interpreten, eines Lesers, ist es also nun, ein literarisches Objekt zu lesen, zu verstehen und zu rekonstruieren. Er muss sozusagen in seiner Interpretation deutlich machen, wie das Werk für ihn funktioniert. Er schafft, der Leser schafft quasi ein dem Original ähnliches Original, ein Simulacrum, ein ähnliches Bild, das etwas zum Vorschein bringt, was im ursprünglichen Objekt so nicht sichtbar war und unverständlich war. Und dahinter steht eben der große Gedanke, dass Texte beruhen auf einem Gewebe von sprachlichen Gegebenheiten, von Zitaten, aus denen der Schreiber, der Autor schöpft. Dem Autor steht quasi ein großes Wörterbuch zur Verfügung, eine Sprache, aus der er schafft, ein System. Und dieses System hat eine Eigenständigkeit, der er ausgeliefert ist. Ein kleiner Exkurs. Diese Vorstellung hat dann übrigens dazu geführt, dass man 2010 bei der Diskussion über das Urheberrecht auch darauf zurückgegriffen hat. Das Stichwort ist Intertextualität. Da wurde zur Sprache gebracht, dass ein Textkünstler eigentlich eben nur sample. Er greife also auf eine Fülle von Zitaten, von sprachlichen Gegebenheiten zurück, aus denen er ein Werk schaffe. Und das bedeutet, dass der Text das Eigentum aller ist. Und das hat natürlich eine große Bedeutung, wenn es um Urheberrechte geht. Kehren wir zurück zu Roland Barthes. Ein Leser hat also nun auch Teil an diesem Gewebe von Zitaten, an dieser Sprache, und ihn beseelt nun eine Lust am Text, wie es Roland Barthes genannt hat. Er hat große Freude, mit Sprache umzugehen und mit Texten. Roland Barthes hat 1973 dann ein kleines Büchlein geschrieben, wieder ein kleines Büchlein, es sind immer kleine Büchlein, Le plaisir du texte, die Lust am Text. Zu lesen, zu verstehen ist ein Vergnügen, das in Gang kommt, wenn man einen Text betrachtet
Und wenn man diesen Text interpretiert und damit den Text quasi fortschreibt und dieses Vergnügen am Text, das ist nun etwas, was übrigens nicht nur sprachliche Texte angeht, sondern eben auch Bildvorstellungen, Musik, Film, Fotografie, Mode und Werbung, all das sind Zeichensysteme, die eigenständig sind und die bei der Betrachtung und Interpretation ein Vergnügen auslösen beim Betrachter, der das Objekt dann für sich erobert. Die Lust am Text, das ist unser Stichwort. Wir wollen uns nun in dieser Staffel einzelne Abschnitte aus den Fragmenten einer Sprache der Liebe vornehmen, vorstellen, interpretieren und fortschreiben. Und das Thema ist, wie gesagt, ein äußerst spannendes. Es geht um die Liebe, wie sie in Texten, in der Literatur, in der Sprache des Alltags behandelt wird in Europa, vorwiegend in europäischer Literatur. Irgendwann sprechen alle Literaten einmal von der Liebe und sie sprechen alle auf ihre Art und Weise und höchst unterschiedlich von der Liebe und es ist ein Vergnügen, sie dabei zu beobachten. Also, in dieser Staffel wähle ich mir Roland Barthes als Gesprächspartner zum Thema Liebe in der Literatur.